Erst einmal das Gerät da raus operieren. Oh Mann, ey. Was braucht man jetzt so ein Riesenbonsig? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt da oben reinpasst. Normalerweise müsste es gehen. Vor allem, wenn es dann drin ist, wo steige ich die dann hin? Aber eins nach dem anderen. Jetzt mache ich erstmal einen Haken hin und fahre es rauf. Und dann sehe ich schon, wo ich es hinstelle. Irgendwo werden wir schon einen Platz finden. Es ist mal wieder Freitag und das heißt, der Vespa-Peter ist dran. Und damit habe ich dich und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Um was das heute geht, das sieht man im Hintergrund schon. Ich werde meine Maschinen heute in meine Werkstatt reinfahren. Ob das alles funktioniert und ob alle Maschinen einen Platz haben, das werden wir sehen. Der kleine grüne Teufel steht schon bereit und jetzt hätte ich gesagt, greifen wir an. Ein 2-Tonnen-Schlumpf müssen doch lange, oder? So schwer ist doch die Maschine. Ich werde die jetzt einfach an dem Haken, der dafür vorgesehen ist, die Maschine zu bewegen, weil die Rollen da unten, naja, das ist bloß so ein Bolzen durch so ein Polyamidrollen durch, die rollen nicht recht gut, da ist kein Lager drin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Kugellager das überhaupt aushalten darf, die Belastung. Darum hänge ich es mit dem Schlumpf an die Palettengabe und fahre es erst einmal in den Hof auf. Und dann schaue ich, ob ich von unten mit der Palettengabe so reinlangen kann, dass ich es hochheben kann, weil ich denke, ich muss den Haken dann wieder runter machen, sonst ist es hoch, sonst bringe ich es da unter den Sturz nicht durch. Aber das werden wir alles sehen. Ich werde jetzt erst einmal dann auffahren in den Hof. Und dann schauen wir weiter. Oh, da ist der Deckel noch offen. Da ist der Deckel noch offen. Machen wir natürlich zu. Jetzt können wir es verlieren. So, da hängen wir dort schon. Rausgebracht die Maschine, dann werden wir es auch wieder reinbringen.
Also im Hof steht schon mal. Ich werde jetzt die Palettengabel oben wieder auseinander machen. Schauen, dass ich unten mit der Palettengabel drunter komme. Und dann müsste es eigentlich gerade so da reinpassen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Reinpassen tut es eigentlich, aber durch das, dass ich da so schräg herkomme, hängt die Bahnsäge jetzt auch schräg zu dem Gebäude. Da steht die Rollen schon am Boden auf, da habe ich bestimmt noch 10 cm Platz. Und die 10 cm, die rechnen sich natürlich, weil da steht es jetzt oben an. Jetzt muss ich ein wenig tricksen, aber die bringe ich schon rein. Maschine Nummer 1 steht drin. Jetzt werde ich es da mit dem Hubwagen ein wenig verfahren, dass ich da einen Platz habe, dass ich die zweite Maschine da reinbringe. Da habe ich mir nämlich jetzt ein neues Spielzeug gekauft. Das ist jetzt mein eigener Hubwagen. Bisher habe ich mir den Hubwagen immer ausleihen müssen. Aber durch das, dass wir in nächster Zeit wahrscheinlich öfters einen brauchen, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt einfach selber einen. Und ich glaube, dass das keine schlechte Entscheidung war. Der war jetzt nicht teuer. Ich weiß nicht, ich sage bestimmt, die Firma Holzmann sagt euch was. Das ist jetzt wirklich kein, ja, schlecht ist er nicht, aber es ist jetzt nicht high-end. You get what you pay for, heißt doch immer so schön, oder? So ist bei dem auch. Für das, was wir den brauchen, taugt der wahrscheinlich leicht. Aber jetzt brauche ich damit auch nicht immer kommen und immer irgendwo hingehen und fragen, ob ich einen Hubwagen haben kann. Jetzt habe ich selber einen. Jetzt schauen wir mal, schaut der schon durch? Ja. Ich werde die Bahnsäge jetzt noch nicht final irgendwo hinstellen, bloß dass halt einmal herinsteht. Alles einmal irgendwo auf Seiten. Oh Gott, der auf der einen Seite so viel Gewicht hat. Ich möchte mir nicht glauben, dass das Gewicht so ungleichmäßig verteilt ist. Die, wie ich nochmal wieder raus muss. Dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt. Geht schon. Die Bahnsäge steht jetzt einmal an ihrem vorübergehenden Platz. Da wird die mit Sicherheit nicht auf Dauer stehen bleiben. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinstelle, aber da kann es jetzt erst einmal so stehen bleiben. Jetzt schnappen wir uns das nächste Schwere drum und das ist die Hobelmaschine. Damit ich an die Hobelmaschine hinkomme, muss ich aber erst ein bisschen graben, weil die habe ich nämlich da in die Halle rein. Und die steht da ganz hinten. Da muss jetzt zuerst der Pflug da vorne raus. Da muss ich den Kipper raus tun und dann mit dem Hubwagel die Hobelmaschine von hinten daher tun.
wie ich das Tor damals gebaut habe, vor, wie lange ist das jetzt her? 1,5 Jahre ungefähr, habe ich viele Kommentare gekriegt mit der Befürchtung, dass sie die Tore mittlerweile setzen. Und ich kann euch beruhigen, das Tor, das läuft immer noch wie am ersten Tag. Also die Konstruktion ist so massiv, da freut sich überhaupt nichts. Was ich aber bisher noch nicht geschafft habe, ist, dass ich da so eine Halterung her mache, damit ich das Tor da fixieren kann, wenn ich es aufmache. Ich mache es jetzt immer noch so, dass ich da einfach so ein Holzglätzl unten hinlege, dass das nicht zugehen kann. Da muss ich echt einmal nochmal, jetzt wenn dann das Heizhaus fertig ist, da muss ich da nochmal ran, dass ich da so einen Haken hier mache, dass ich das Tor da einhängen kann. Das sollte aber jetzt erst einmal nicht das Problem sein, das Tor, das bleibt jetzt so stehen. So ein schlimmer Wind geht jetzt heute nicht. Also, Pflug raus, Kipper raus, Hobbymaschine her. Der Pflug und der Kipper sind draußen. Jetzt müssen nur die alten Kipperreifen weg. Die habe ich da mal auf eine Palettentour. Ich weiß nicht, was ich mit denen noch treiben soll. Vielleicht kann ich es irgendwann einmal noch mal brauchen. Zumindest die Felgen, die Reifen, die taugen eigentlich nichts mehr. Aber zum Wegschmeißen haben sie mir auch geschaut. Ich fahre jetzt bloß dabei dahinter, dass ich an die Hobbymaschine hinkomme. Die stelle ich dann da einfach wieder an Seiten hin. So, und dann komme ich an die Hobbymaschine auch schon hin. Ich muss bloß aufpassen, wie rum das ist hier. Obwohl, die können wir ja dann oben auch noch umdrehen. Und das meiste Gewicht ist da hier vorne. Das nächste große Eisenschwein steht an seinem vorübergehenden Platz und jetzt fehlt eigentlich bloß noch eins, und zwar die Formatkreissäge. Das dürfte aber jetzt ein Kinderspiel sein, denn die ist nicht so schwer, die muss jetzt zwar ein bisschen ausgraben, aber die da reinzuheben, das dürfte eine Kleinigkeit sein. Als erstes muss einmal der Hanno-Schnackel raus. Thank you.
dann bin ich eigentlich auch schon da, wo ich hin wollte, nämlich an die vom Markreissäck. Die werde ich jetzt mit dem Frontlader rausheben, dann werde ich es heraus ein wenig ablosen, weil mit der habe ich in letzter Zeit ein bisschen was geschnitten, und zwar ohne Absaugung. Da wird wieder einiges an Säckspar drin sein. Und wenn es dann ablosen ist, dann fahre ich es dann auf und hebe es in die Werkstatt rein. Der größte Staub ist jetzt einmal heraus und jetzt stelle ich es einfach mal auf. Den Rest mache ich dann oben im Staubsauger. Mein Formatkreissäck steht jetzt auch herin und die steht jetzt auch an dem Platz, wo es dann später einmal stehen wird. Es kann jetzt zwar sein, dass die Nummer 10 cm weiter vor oder weiter hinten gerückt wird, aber von der Ausrichtung her bleibt die definitiv so stehen, denn ich möchte mit der Formatkreissäck dem Raum der Länge nach schneiden, denn wenn ich lange Sachen habe, kann ich den gesamten Bereich von dem Schiebeschlitten ausnutzen, und wenn ich da quer schneide und da habe ich lange Sachen, habe ich ja gesagt, mache ich da in dem Bereich ein Tor rein. Ich habe ja die ganze Zeit immer gesagt, ich möchte ein Sektionaltor reinmachen, aber von dem bin ich jetzt ein bisschen abgekommen, denn mir ist gekommen, ein Sektionaltor wird ja von innen auf die Leibung draufgeschlagen und dann darf die Dichtung unten am Sektionaltor auf der OSB-Platten drum stehen und der Sockel war im Außenbereich und immer der Witterung ausgesetzt. Man kann jetzt da unten natürlich was ausfräsen und da ein Blech hinmachen oder einen Aluwinkel oder sonst irgendwas, aber es ist definitiv so, dass das ganze Wasser immer auf dem Sockel drum steht. Und das möchte ich nicht haben. Das Tor kriegt ein Maß von 2,10 Meter Höhe und 3 Meter Breiten, damit ich ja, wenn ich mal große Sachen habe, die da raus und rein bringe. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich da ein Flügeltor bauen werde mit 2 Flügeln. Ein Flügel wird dann 2 Meter hoch und 1,50 Meter gebohrt. Das hat den Vorteil, dass ich das Tor dann später genauso dick bauen kann, wie die Außenwand wird. Das heißt, ich kann das mit 160 mm isolieren, so wie den Rest von der Hütte auch. Wenn ich ein Sektionaltor reinmache, das hat bloß 40 mm und dann habe ich 6 Quadratmeter, wo schlechter isoliert sind wie der Rest. Und das Flügeltor kann ich dann auch komplett selber bauen, das heißt, das wäre auch kostengünstiger. Die Rahmen werde ich aus Holz machen, außen wird es dann verbredert und von innen mache ich OSB-Platten drauf. Ich denke, dass das so die beste Entscheidung ist. Das Einzige, was mir darin noch so richtig Bauchweh macht, das sind die zwei Maschinen da hinter mir. Ich gebe es ungern zu, denn ich habe immer gesagt, ich stehe auf so große, schwere und alte Maschinen, weil die sind noch was wert, die sind noch robust gebaut. Das stimmt auch so, aber für die Größe von dem Raum, glaube ich, sind die zwei Maschinen einfach zu groß. Die Bahnsäge, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist für meine Zwecke eigentlich total übertrieben. Weder von der Größe noch von der Bauart kann ich das so nutzen. Und im Sinne des Erfinders ist das eigentlich auch nicht, weil normalerweise ist das eine Metallbahnsäge. Bei der Hobelmaschine ist es eigentlich das gleiche, die kann 60 cm Brot hobeln. Wir haben die schon relativ lang, die hat uns immer gute Dienste erwiesen, aber die 60 cm Hobelbreiten, die kann ich eigentlich so gut wie nie ausnutzen. Ein einziges Mal kann ich mich erinnern, da habe ich es gebraucht, da habe ich eine Tischplatten für unseren Esszimmertisch zusammengeklemmt mit 1,20 m Breiten.
Da habe ich natürlich dann bloß zwei Teile zusammenleimen brauchen mit jeweils 60 cm und habe die 60 cm komplett durch die dicken habe ich durchschieben können. Aber wie gesagt, das war bisher ein einziges Mal. Und ob ich jetzt zwei Teile mit 60 cm zusammenleime oder drei Teile mit 40 cm, naja, ich glaube, das nimmt sich nicht recht viel. Aber die Maschine nimmt halt enorm viel Platz weg. Der Raum hat halt leider nur 45 Quadratmeter. Davon muss man noch 7 Quadratmeter abziehen für die Heizung. Also haben wir noch bei 38 Quadratmeter. Und das mit zwei so Monstermaschinen da herin, da ist die Kapazität schon mehr als an der Grenze. Und dann ist es natürlich in der Werkstatt mit drei Maschinen nicht getan. Ich habe noch Kantenpress, die steuere ich da hinten in dem Bereich hin, da passt die relativ gut hin. Eine Werkbank brauche ich noch, einen höhenverstellbaren Arbeitstisch hätte ich noch gern. Auch einen Oberfräsentisch möchte man noch bauen und eine Langlochbohrmaschine war auch nicht schlecht. Kantenschleifmaschine, also ihr merkt schon, der Platz ist schon mehr als ausgereizt. Darum habe ich mich schweren Herzens dafür entschieden, dass die zwei Maschinen gehen müssen. Ich werde die durch zwei kleinere ersetzen. Ich werde mir eine Hobbymaschine besorgen, die 40 cm Brot hobelt und eine wesentlich kleinere Bandsäge, die für meine Zwecke auch vollkommen ausreichend ist. Ich werde die Maschinen bei Kleinanzeigen inserieren und wenn das Video jetzt online geht, sind die Maschinen wahrscheinlich schon verfügbar. Darum werde ich euch die Anzeigen in der Videobeschreibung unten verlinken. Wenn ihr Interesse habt an so große Maschinen, dann rührt euch einfach bei mir. Ich denke, preislich wären wir uns da schon einig. So mancher wird jetzt vielleicht denken, Peter, warum machst du dir die ganze Arbeit und schleppst die Maschinen jetzt da rein, wenn du es dann am Schluss wahrscheinlich sowieso verkaufst? Im letzten Video habe ich euch ja einige Gründe genannt, einen ganz entscheidenden Grund habe ich aber vergessen und darum liegen jetzt die ganzen Platten da hinten auf derer Paletten, weil zu dem Grund kommen wir jetzt. Wie ihr ja alle bestimmt wisst, haben wir da unser Holzschupfer. Da hinten in dem Eck waren bisher die ganzen Platten gestapelt oder zwischengelagert. Momentan ist da gehen in die Leere. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, denn da wird normalerweise unser Brennholz gelagert. Brennholz schneiden dienen wir immer da unten in der Halle und darum hat die vom Makrasektor raus müssen. Dass jetzt mit höchster Wahrscheinlichkeit heuer nicht mehr wärmer, sondern eher noch kälter wird, müssen wir jetzt schauen, dass wir unser Brennholz für heuer schneiden. Ihr wisst ja, ich habe einen Schaltfix und das passende Förderbandel dazu. Da die vom Makrasech gestanden ist, hätten wir da jetzt kein Brennholz schneiden können, denn wir machen das ja immer so, dass wir den Schaltfix da unten herstellen und da die Bündel herschlichten und dann da unten das Brennholz schneiden und mit dem Förderbandel da in die Holzschupfen auftransportieren. Ich habe jetzt schon mal ein wenig angefangen, das ganze Zeug umzuschlichten. Der Holzspalter war zuerst da hinten gestanden, der hängt jetzt momentan am grünen Teufel dran, den werde ich dann neben die Seilwinden hinstellen. Die Palettengabel habe ich schon weggemacht, dafür ist meine hydraulische Verladezange jetzt dort. Das Bündelgerät habe ich schon hergestellt. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Bündel und die holen wir jetzt. Wir haben es jetzt den nächsten Tag. Gestern ist leider der Akku von der Kamera leer geworden, wie ich die Bündel heimgefahren habe. Aber ich habe jetzt alle daheim. Es sind jetzt insgesamt 15 Stück an der Zahl. Das heißt also, das sind genau 15 Stier. Es ist zweireihig geschlicht. Und vorne sind auch noch zwei. Eins liegt schon im Bündelgerät drin und eins neben dem Bündelgerät. Es hat dann gestern einmal kurz das Ringen angefangen, aber es war kein Problem. Ich habe die Bündel alle Drucker heimgebracht. Heute sagt er auch wieder einen Ring und da ist halt echt von Vorteil, wenn man das Ganze unterm Dach machen kann. Dann wird man selber nicht nass und das Holz wird auch nicht nass. Ich habe heute in der Holzschupfer nochmal was umbauen müssen, weil vielleicht fällt es euch auf. Ich habe da vor ein paar Jahren das Loch nicht gemacht in die Holzschupfer, damit wir das Förderbandel da durchstecken können. Ja, damals habe ich noch nicht gewusst, dass ich da eine Halle hinbaue und dass da dann später mal das Hochregal davor steht.
Jetzt ist nämlich da genau der Pfosten von dem Hochregal im Weg. Darum habe ich daneben nochmal ein Loch reingeschnitten. Diesmal habe ich es aber gemacht wie ein Dill. Jetzt kann man da aufmachen. Und dann kann man das Förderbandel da herstellen. Ich baue jetzt da unten den Scheitfix und das Förderbandel noch komplett zusammen. Die müssen miteinander verbunden werden. Und dann lege ich los mit dem Brennholzschneiden. Funktionieren tut unser Scheitfix nach wie vor tadellos. Toi, toi, toi. Jetzt haben wir doch schon einige hundert Festmeter damit geschnitten. Verzeihen brauche ich euch über den Scheitfix eigentlich auch nicht mehr recht viel. Ich habe da schon mal zwei Videos drüber gemacht. Wenn es interessiert und wer die noch nicht gesehen hat, ich verlinke die da oben mal. Seid aber nicht irritiert, die Videos sind schon ein bisschen älter. Ich muss jetzt mal selber immer ein bisschen schmunzeln. Manchmal schauen wir ein paar alte Videos von mir an. Es sollte jetzt nicht heißen, dass die Videos, die ich damals gemacht habe, wesentlich schlechter sind wie die, die ich heute mache. Aber ich glaube, man merkt, dass ich da noch ziemlich nervös vor der Kamera gestanden bin. Das ist jetzt mittlerweile echt ein wenig besser geworden. Aber wie immer, es ist Potenzial nach oben. Wir werden jetzt ein wenig Gas geben, damit wir die 15 Steher wegbringen. Mir, das ist das Stichwort, denn jetzt hilft mir meine Mama. Mama, hast du was zum Sagen? Ja, grüß euch alle miteinander. Also, heute packen wir es, heute haben wir die 15 Steher in Schupfen. Und ich möchte mich persönlich nochmal bedanken bei allen, die mir zum 70. Geburtstag gratuliert haben. Herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Viert euch! So viel dazu und jetzt machen wir ein bisschen Zeitraffer. Ihr kriegt ein bisschen Musik auf die Ohren, ich auch und dann geben wir Gas.
Kurzer Zwischenstand von Tag 1, so schaut es jetzt aus. Wir haben jetzt zwei Drittel von den 15 Bündeln, also heißt 10 Bündel haben wir da hier drin. Wir haben da drei Reihen der Länge nach geschlicht und dann fängt man von hinten an, das da quer, dann voll zum Schlichten. Die letzten 5 Bündel, die müssten da jetzt schon noch reinpassen. Ich darf es euch gerne zeigen, aber wie man sieht, sieht man nichts. Es ist nämlich mittlerweile wieder Nacht geworden draußen. Ja, da mit dem Scheitfix, da geht ganz schön was her. Man muss da rum mindestens zu zweiter sein, damit man das Material wegbringt, was da von unten raufkommt. Der eine, der muss das dann überschmeißen und der zweite, der schlicht es dann an. Meine Mutter ist dann irgendwann abgelöst worden von meiner Frau. Die hat dann angeschlicht und die zwei Kinder haben das Holz dann übergeschmissen. Das hat auch echt super funktioniert. Die haben dann relativ gut mitgekommen mit der Geschwindigkeit, wie ich da unten die Bündel geschnitten habe. Ich bin in die Kommentare schon mal gefragt worden, warum man meine Frau nie auf die Videos sieht. Ich habe sie mal darauf angesprochen und habe sie gefragt, ob sie mit dabei sein möchte in die Videos. Und sie hat klipp und klar und definitiv gesagt, nein, sie möchte nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie ich. Wenn ich das mache, dann langt das. Ich respektiere ihre Einstellung. Ehrlich gesagt bleibt mir auch nichts anderes übrig, weil wenn ich es heimlich filme, dann kommt das sowieso irgendwann raus und dann habe ich nämlich Hundstag und im schlimmsten Fall kriege ich nichts mehr zum Essen. Also müsst ihr euch vorerst damit zufrieden geben, dass meine Frau nicht vor der Kamera seht. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das irgendwann einmal. Wir werden es sehen. Für heute ist auf jeden Fall Feierabend. Wir machen weiter, wenn es draußen wieder hell ist. Aber das machen wir jetzt ganz schnell. Und schon ist wieder hell. Wir hauen jetzt die 5 Bündel noch durch und dann haben wir unser Brennholz für heuer. So spät wie dieses Jahr waren wir ehrlich gesagt noch nie dran. Aber es heißt nicht umsonst, viele Hände machen schnell ein End. Also viele Hände machen schnell ein Ende. Das ganze Brennholz ist geschnitten, die Halle ist wieder sauber und unser Brennholz für den Winter ist gesichert. Leider hat der Scheitfix nicht ganz ohne Schwächeerscheinungen durchgehalten. Uns ist nämlich ein Feder gebrochen. Da liegt das gute Stück. Da ist da diese Aufnahme, wo es festgeschraubt wird. Das ist da einfach weggebrochen. Das war die Feder von der Motorbremse. Somit haben die Ketten dann nicht mehr schlagartig abbremst, sondern sind so ausgelaufen. Aber ich habe da noch eine Feder im Ersatz da gehabt. Da habe ich die Feder schnell auf ein paar Minuten getauscht und dann ist es weitergegangen. Und ich habe gemerkt, wir haben nur eine kleine Verschleißerscheinung, und zwar an der Verriegelung von dem Deckel. Da, wenn man die Notentriegelung wegtut, dann sieht man es da unten vielleicht. Der Vierkant, wo diese Notentriegelung einschnappt, der läuft jetzt schon langsam da unten ein. Was bedeutet, jetzt lässt der Josef den Deckel einmal los, dass der Deckel nicht mehr komplett zugeht, ist ja klar, weil da hinten ein bisschen Material fällt an der Umlenkung und das fällt uns da vorne dann. Da werde ich auf das Vierkant werde ich ein bisschen härteres Material aufschweißen. Ich weiß noch nicht, ob ich ein HSS-Aufschweiß oder irgendwas anderes. Dass der Verschleiß, weil er da diese Notentriegelung, wenn der Scheitfix entriegelt, immer da rauswandert und dann reibt es dann Metall auf Metall. Ich habe jetzt schon eine Fetthitur, also es ist besser geworden. Der Verschleiß ist nicht mehr allzu groß oder ist nicht größer geworden, wie er schon war. Aber auf Dauer, glaube ich, reibt sich das trotzdem zu. Darum werde ich das mit ein bisschen härteren Material auf beide Seiten aufschweißen. Einmal an dem Höhe von der Notentriegelung und einmal an dem Vierkant. Und dann werde ich sehen, ob es dann besser ist oder ob der Verschleiß dann weg ist. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit, wenn ich das mache. Ich bin aber nach wie vor immer noch sehr zufrieden mit dem Scheitfix. Der macht immer noch eine gute Arbeit. Werden wir mal sehen, wie sich das die nächsten Jahre so weiterhin entwickelt. Denn es gibt bei YouTube jemanden, der hat auch einen Scheitfix daheim. Und der hat da wirklich massive Probleme gehabt mit dem Gerät. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, sonst würde ich euch den Kanal verlinken. Aber ihr braucht es bei der YouTube-Suche bloß nach Scheitfix suchen und dann kommt es automatisch auf die Videos. Dann schaut euch die mal an. Ja, ist nicht so positiv. Aber, wie gesagt, wir bleiben da dran. Die Kinderkrankheiten, die kriegen wir alle gemanagt. Es ist ja eh nicht viel dran an so einem Scheitfix. Also von dem her kann er nicht viel kaputt gehen. Aber mit dem Video war es jetzt für heute. Nächste Woche gibt es wieder was ganz was Spannendes. Also wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt da unten auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, weil dann wird es nämlich nächste Woche benachrichtigt, wenn das Video rauskommt. Und bis dahin bleibt uns wie immer bloß noch eins zum Song. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein. Pfiat's euch!